Und damit Hallihallöle und willkommen zurück. Spintires. Neue Map. Und zwar der Sumpf. Es gibt hier nur ein Sägewerk. Auch auf wieder auf Simulation. Weil ich mir dachte, komm, das ist eigentlich cool. Hab die Map ein bisschen vorbereitet, zwecks Verdeckungspunkte und Fahrzeuge freigeschaltet. Habe ich eben mit einem A gemacht. Und mit einem B-Fahrzeug. Hab den A dann am Ende in der Map quasi stehen lassen und bin dann mit einem B von hier aus die anderen Fahrzeuge freischalten gewesen. Habe ich gedacht, ist ganz praktisch gedacht. Wenn man es so macht. War zumindest so mein Plan, dabei praktisch zu denken. Und jetzt fahren wir eben die Werkstatt da unten holen. Dann haben wir auch alle Werkstätten. Das heißt, wir können uns dann auf die Ladungen konzentrieren. Wahrscheinlich werden wir die Map auch in dieser Folge schon wieder abschließen. Es sei denn, ich habe Lust, die Map zu strecken, weil die Map an für sich ist cool. Und es ist ja auch immer die Frage, wie kommen wir mit dem Sprit hin? Wie wir halt mit dem Sprit hinkommen und allem. Weil ich könnte natürlich no risk, no fun die Wege hier einfach runter donnern nachher mit dem Holz. War aber nicht mein Plan. Ich möchte einen schnelleren Weg finden. Weil klar, die Wege hier einfach runterfahren, das wäre easy peasy. Das Problem, was ich noch sehe, ist... Na komm. Ich habe einen... K700 mit Kranaufbau, ja. Aber ich muss sagen, da das so gut geklappt hat auf der letzten Map mit dem Kran, würde ich mich auf den Kran beschränken hier. Weil ich glaube, das ist einfach eine feine Sache. Ich glaube, der Kran ist einfach eine feine Sache. Allrad kann man hier auf dem Stück auch ausmachen. Also ich habe mit dem A geschafft, mich da durchzubuddeln. Dann werde ich das, denke ich mal, hiermit auch schaffen. Die Betonung liegt auf wirklich auf durchbuddeln. Was? Okay, keine Ahnung. Und dann quasi querfeld einzufahren. Weil wir haben die Möglichkeit zu sagen, gut, wir verlassen die super ausgebauten Wege hier. No, also. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir verlassen die Wege. Weil so geil sind die Wege hier auch nicht, sind wir ehrlich drin. Ich wollte eigentlich in die Automatik, nicht in den Rückwärtsgang. Die Frage ist natürlich zwecks Sprit. Wie gut oder nicht gut das hinhaut. Aber so im Großen und Ganzen denke ich schon, dass wir relativ gut hinkommen mit Sprit. Also der Plan für diese Folge ist auf jeden Fall Werkstatt. LKW umbauen. Für Holz. Tanken und die Stammverladung erreichen. Zumindest erreichen. Also bei dem Tempo, wie wir uns hier gerade hier durchsnacken, wird auch groß anderes nicht mehr viel drin sein, habe ich das Gefühl. Aber wirklich vorwärts sind wir bis jetzt nicht gekommen. Weil ich natürlich auch nicht möchte, dass der sich hoffnungslos eingreift. Ja, also... Eigentlich würde ich auch gerne ein bisschen spritsparender fahren, ohne Allrad. Aber es ist mir hier nicht wirklich gegeben, so gerade.
Und bei dem A-Pickup, den ich benutze, muss ich sagen, hier habe ich festgestellt, der gräbt sich einfach überall durch. Also ich habe Automatik angemacht, Tempomaten rein und der hat sich einfach überall durchgegraben. Auch ohne Differenziale, die habe ich nur zur Not zugeschaltet und der hat einfach gegraben, bis er durch war. Hätte natürlich auch eigentlich schon die zwei Werkstattpunkte mitnehmen können mit dem A. Das ist mir aber zu spät eingefallen, dann hätten wir nicht den Auflieger nehmen müssen. Das ist mir aber ehrlich gesagt einfach zu spät eingefallen, dass ich das ja hätte tun können. Ihr blöden Frösche! Also wenn hier noch irgendwo ein Frosch sitzt, nachdem ich mich da durchgegraben habe, weiß ich nicht, was mit denen falsch ist. Traktion regelt. Ja, wenn ich extra Traktion brauche, spiele ich mit dem Gas. Weil irgendeine Achse wird schon gut Traktion haben. Da ja beide angetrieben sind. Müsste ich nicht bald da sein? Nein, nicht wirklich. Ja, probieren wir mal den Plusgang. Den Weg hier rechts möchte ich so ein bisschen schonen, darum fahre ich jetzt außen rum. Obwohl, komm, ich kann auch hier lang fahren. Ich will ja sowieso querfeldein fahren zurück. Mit dem Holz. Dann brauchen wir den Weg hier auch nicht schonen. Dann können wir uns auch durchgraben. Dann kann ich aber eigentlich die Markierung wegmachen. Wir bleiben ja sowieso auf der Straße. Eventuell wäre es querfeldein auch schneller gegangen bis hier. Aber ich wollte bei der Werkstatt jetzt kein Risiko eingehen. Wenn wir ein bisschen Holz verlieren, ist mir das egal. Muss ich ganz ehrlich gestehen, als die Strecke bis zur Werkstatt mehrfach fahren zu müssen. Ich habe noch ungefähr 10 Minütchen auf der Uhr. Ich fahre die Tour zu Ende bis zur Werkstatt, dann pausiere ich die Ausnahme, dann komme ich. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, ganz ehrlich, ob ich mich querfeldein durchgrab oder hier, das macht irgendwie, glaube ich, kaum einen Unterschied. Ja, ich kann ja hier auch mit der Untersetzung. Oh, kann ich ja auch spielen. Mit der Untersetzung der Untersetzung quasi. Oder ich kann auch sagen, hier, Gibi, lass wühlen. Ich versuche die Spuren, die vorhandenen Spuren so gut auszunutzen, wie es geht. Möchte nämlich eigentlich nicht unbedingt das hier machen. Aber da wir uns nachher sowieso unsere eigenen Spur auf der Map hier buddeln, soll uns das jetzt ausnahmsweise mal sowas von egal sein hier. Aber wirklich fester ist der Boden hier auch nicht. Gibt es nicht so eine Art Bodensonar, womit man hier einmal drüber ballern kann und dann sieht, okay, hier ist der Boden was fester, hier ist er weicher, um sich wirklich seine optimale Route, wie zum Beispiel querfeldein zu legen? Das wäre irgendwie geil. Ich glaube, sowas in der Art gibt es bei SnowRunner tatsächlich. Oh, ich stelle gerade fest, wir kriegen ein kleines Spritproblem. Wir kriegen gerade ein kleineres Spritproblem, weil wir uns so da durchwühlen mussten. Das heißt, ich werde mir wohl oder übel doch einen auf Sprit umbauen müssen. Betonung eigentlich auf müssen, aber ich meine, ich hätte irgendwo einen gesehen auf Sprit. Auch in der Nähe von der Tankstelle. Was dann ja irgendwie dafür sprechen würde, den zu nehmen. Ja, der Verbrauch ist natürlich nicht ganz so optimal. Also, ne? 18 Liter die Minute, das ist schon ein bisschen was.
Aber ich hoffe, wir kommen noch bis zur Werkstatt. Also, die Hoffnung habe ich ja jetzt. Ich bleibe auch gerade extra in dem kleinen Gang. Viel auf Differential fahren, wenig auf Allrad. Ist gerade so der Plan. Weil da hinten ist die Werkstatt. Aber normalerweise müsste ich das auch schaffen, wenn ich jetzt sage, okay. Ich muss ja eigentlich nur bis zur Werkstatt kommen. Da kriegen wir auch ein bisschen Sprit. Betonung liegt wirklich auf ein bisschen. Verbrauche ich in dem Gang weniger? Ja, nicht wirklich. Ja gut, klar, beim Hochziehen, beim Hochbeschleunigen oder Versuch hoch zu beschleunigen, verbrauche ich in dem Gang mehr. Das ist klar. Oh Mann, ey. Da sitzt der Bärtige und rudert. Aber sobald wir die Werkstatt haben, ist ja eigentlich alles tutti. Bis jetzt liege ich auch in meinem imaginären Zeitplan. Ja, mit Tankstelle und Ladestelle erreichen. Ich mache den jetzt tatsächlich aus, den Wagen. Okay, ein bisschen nachgetankt, jo. Ein bisschen mehr als ich dachte. Die Sattelkupplung kommt runter. Genau, dafür brauche ich aber den. Oh, den kacken von das Puff. Nein, brauche ich nicht. Was brauche ich dafür? Wirft benötigen, um mittlere Holzanhänger zu montieren, hat er erweiterte Funktionen. Ach, ich brauche doch bestimmt die. Tank, Sattel, Netzwerk, Kurzhalsanhänger, Holzauflieger mit Kran. Ja, den würde ich ja gerne nehmen. Bla bla. Ausrichtung, Stütze, Kranaufstütze, Ausrichtung, Stütze. Was hier? Greifarm, Drehkran, kann Ladung tragen. 4 Punkte. Ja, das ist ja schön. Aber was muss ich dafür montieren, ist gerade die Frage. Der hat doch bestimmt diese Kranstütze, oder? Ersatzrad, Frontlaufpuff. Holzauflieger mit Kran. Ja, aber. Wird benötigt, um Holzauflieger. Ja, hä? Was ist die Voraussetzung, ist gerade die Frage für mich. Hier hat erweiterte Funktionen, Kranschütze, bla 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 bla. Und für mich, ganz ehrlich, für mich sieht es aus, als würde diese Kranstütze eben fehlen. Frondospuff. Ersatzrad. Ja, Ersatzrad, Frondospuff, Holzanhänger, Kran. Kranstütze. Sag ich doch. Ein kurzer Holzanhänger, den brauche ich nicht. Mehrzweck, nein. Hier. Mann, ey. Ich weiß, eine Geburt zu finden hier. Die Kranstütze. Ich mal eben einen Cut. Da bin ich wieder. An derselben Stelle, wie wir eben aufgehört haben. Hab mir jetzt eine Route gelegt. Zum Stammverladung. Das gäbe ja zwei Mittelholztouren. Ja, ich sehe schon. Ich brauche nachher auf jeden Fall einmal Sprit unterwegs, denke ich mal. Ich sehe das nämlich schon auf mich zukommen. Dass wir da stehen, ohne Sprit.
Weil Allrad werde ich jetzt brauchen. Opalala. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das hier so abwärts ging. Meine Routenplanung war also nicht so das güldene. Na komm, ich will mich doch hier nur langschlängeln. Ja, das bringt gar nichts ohne Diff-Sperre. Oh Mann. Eventuell werden das doch mehr Folgen, wie ich dachte. Das hier ist aber jetzt keine Straße, oder? Doch, das ist eine Straße. Na, Happy Birthday. Ja, ich versuche mich jetzt ja auch hier so ein bisschen am Ufer zu halten. Habe ich gedacht, kann ich Diff-Sperren schon ausmachen? Ja, Satz und Dicks. Satz mit X. Ich versuche da vorne jetzt, glaube ich, hinzukommen am besten. Ja, hier rumzufahren. Ja. So probiere ich das auch. In der Hoffnung, dass es hier nicht ganz so tief ist. Den Weg da hoch hätte ich jetzt ausloten können, aber ich habe befürchtet, dass ich da oben nur drehen muss. Obwohl, ne, komm, ich probiere es. Wenn ich da oben drehen muss, habe ich eben Pech. Aber wir hoffen mal, dass ich Glück habe. Ich kriege ja auch nichts aufgebaut, ne? Keine Geschwindigkeit aufgebaut. Ich kriege hier gerade einfach gar nichts aufgebaut. Das da sieht recht gut aus. Hier werde ich nirgendwo richtig durchkommen. Diff machen wir mal aus. Allrad lasse ich besser an. Map-Grenze, uncool. Ich glaube, zum Drehen sind die jetzt auch schon zu spät. Ja, ich gucke jetzt, dass ich mich hier irgendwie nach hier durchkämpfe und dann versuche, dahin zu kommen. Irgendwie halt. Okay, an der Stelle sieht es ganz gut aus. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich sehe uns massiv Sprit brauchen. Frag mal Mama bitte. Ja, dann mache ich dich jetzt gleich. Hast du noch 10 Minütchen? Du hast noch 10 Minütchen, ne? Ja. Aber jetzt. Ja, bis jetzt sieht es ganz erfrischend eigentlich aus hier lang. Mein Folgenziel habe ich auf jeden Fall hiermit erreicht. Ja, es wäre besser eigentlich über Straßen zu fahren. Aber das sind Straßen, mein Schatz. So, das Problem, was ich jetzt hier nur kriegen werde. Aha. Ja, der Sprit, der wird vorne und hinten nicht reichen bis zum Sägewerk, denke ich mal. Das Problem, was ich jetzt hier kriege, dass ich den Zug auch relativ gerade hinstellen muss. Und nicht so weit weg.
So. Den kann ich erstmal abstellen. Weil das war's für diese Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich werde vorladen und dann losrocken mit euch. Und damit würde ich sagen, tschüss.